Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es steht ein neues Video zu Diablo 4 an und dieses Mal habe ich ein Druiden-Build für euch dabei. Wieder sehr casual, muss ich an der Stelle wieder vorweg schicken. Ja, ich habe mich einfach kurz versucht, ein bisschen mit dem Druid auseinanderzusetzen, habe verschiedene Sachen ausprobiert und ich möchte euch heute auf jeden Fall vorstellen, was ich gebastelt habe und womit ich eigentlich ganz gut gefahren bin. Mehr Gameplay dazu könnt ihr übrigens in meinem Livestream sehen, den ich gemacht habe mit Herrn Knüps. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was ich hier gemacht habe. Wir gehen die Skillleiste eins nach dem anderen durch. Ich habe mich hauptsächlich für den Werwolf entschieden. Warum? Der Werbär ist mir anfangs besonders zu träge. Der Werbär hat noch einen Skill, mit dem der Werbär sehr attraktiv wird. Und das ist nämlich besonders dieser hier, Niedertrampeln. Dadurch wird er deutlich mobiler, weil er eine Art Ansturm hat. Und ansonsten natürlich macht der Werbär dann auch schon Spaß, wenn man Pulverisieren dabei hat. Aber besonders der Skill, finde ich, macht den Werbär wieder attraktiv. Aber zu Beginn ist Werbär ziemlich träge und langsam. Deswegen habe ich auf den Werwolf gesetzt. Besonders, weil der halt einfach auch coole Sachen dabei hat. Man denkt auf den ersten Blick, okay, der Werbär ist der Tanky Guy. Und das ist er auch. Er hat quasi mehr Verteidigung, ist mehr gepanzert sozusagen. Aber der Werwolf, ja, kann sich einfach mal durch dieses Blutgeheul 21,8% des maximalen Lebens heilen. Ja, das ist einfach schon mal ein richtig krasses Ding. Ja, und die Abklingzeit ist gar nicht mal so hoch. Das heißt, du hast hier immer noch quasi einen zusätzlichen kleinen Heiltrank, den du zünden kannst, was dich deutlich besser macht, wenn es ums Überleben geht. Als nächstes habe ich mir ein paar Companions geholt, denn ich finde, mit Pets spielt es sich immer ein bisschen leichter. Vor allem muss man nicht immer das Kleinzeug auch noch wegkillen. Das machen ja die Pets für mich. Ich habe mich für die beiden Gesellen hier entschieden, nämlich die Kletterranke und die Wölfe. Kletterranke wegen dem Gift. Und weil ich die Möglichkeit habe, in diesem Bereich, wo ihr gerade gesehen habt, die Gegner bewegungsunfähig zu machen. So kann ich sie mir vom Hals halten teilweise, das Ding ein bisschen geordneter angehen und auch quasi Flächenschaden anrichten. Dazu kommen wir aber gleich. Was ich hier natürlich nice dabei habe, und das ist ein mega cooler Aspekt, den ich euch einfach hier auch zeigen möchte. Ihr seht, ich habe hier keine zwei normalen Geisterwölfe, sondern ich habe hier zwei Werwolf-Buddies jetzt, ja? Und die beiden Werwolf-Buddies habe ich durch einen Aspekt bekommen. Und jetzt muss ich gerade noch mal schauen, das ist hier dieser Ring. Wolfgefährten sind jetzt Werwolfgefährten, ja? Und die können auch noch Tollwut verbreiten. Und das ist eigentlich das Nächste, was mir beim Werwolf auch sehr gut gefällt. Also mit den Wölfen kann ich hier nochmal, die greifen dann nochmal ein Ziel direkt an und ziele direkt an, wenn ich die Dreier-Taste auslöse. Und als Nächstes habe ich erstmal Tollwut dabei. Es kann sein, dass sich das noch gut und sinnvoll ersetzen lässt im Laufe der Zeit. Aber jetzt fürs Erste, für die Beta hier, hatte ich Tollwut dabei. Denn diese Tollwut breitet sich unter den Feinden aus. Und hier richtig viel Giftschaden an. Und hier seht ihr bei den Modifikatoren, dass die Wölfe ja durch den Aspekt selber Tollwut verbreiten und an vergifteten Gegnern 20% mehr Schaden machen. Also eine ganz schöne Symbiose hier und halt eben wirklich cool. Ich feiere das so, dass hier jetzt plötzlich so zwei Werwölfe dabei sind. Sehr geil. Deswegen Tollwut dabei, schöner Bereichsschaden letztendlich, weil sich die Tollwut ausbreitet. Und so kann ich mehrere Gegner dann im Laufe der Zeit erwischen. Die Klaue dabei als normalen grundlegenden Angriff. Angriffsgeschwindigkeit relativ schnell, ja, Schaden zu machen. Ich mag immer schnelle Angriffe zu haben, anstatt so träge Angriffe zu haben. Und beim Werwolf ist das halt deutlich schneller als beim Werbär. Deswegen hier den Werwolf dabei mit Klaue. Und halt auf der rechten Maustaste noch Zerfetzen dabei. Auch nochmal schnelle Angriffsmöglichkeiten, Angriffsgeschwindigkeit und heilt um 2% eures maximalen Lebens, wenn ein Ziel getroffen wird, ja. Und das ist halt auch geil. Du hast quasi hier mit diesen beiden Skills auf jeden Fall, mit dem und mit dem Möglichkeit, Lebenspunkte wiederherzustellen. Das macht dich ein bisschen überlebensfähiger. Und gleichzeitig machst du halt Crowd Control mit der Kletterranke und verbreitest Giftschaden, Damage over Time und kannst dich so eigentlich recht solide durch die Gegnerhorden durchpflügen. Und ihr habt es eigentlich jetzt schon gesehen, es reicht eigentlich, wenn ich über den Tooltip drüber fahre, damit ihr seht, was ich da modifiziert habe. Die Modifikatoren seht ihr ja schon, deswegen braucht ihr den Skillbaum eigentlich gar nicht so detailliert sehen. Seht es aber hier nochmal.
Dann hier habe ich einen Punkt rein. Maximale Geisteskraft erhöht sich. Ich glaube, das ist noch eine gute Sache. Einfach um mehr Angriffe raushauen zu können. Hier noch mehr Punkte rein, um den Schaden zu erhöhen. Dann hier habe ich einen rein, bei Gegnern in der Nähe mehr kritische Trefferchance. Ich glaube, kritische Trefferchance kann hier nicht schaden. Dann das Blutgeheul, auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Ich feiere diesen Skill, auf jeden Fall sehr gut. Die Wölfe, bisher nur hier. Hier kann man noch überlegen, ob man dann hier noch was in die Richtung macht, wenn man mehr Skillpunkte hat. Bei der Kletterranke ebenfalls, nur bis hier. Hier kann man sich auch noch überlegen, dass man dann was macht mit mehr Skillpunkten. Dann die Tollwut. Ist mal in die Richtung. Und hier kann man natürlich dann auch schauen, ob man noch was anderes machen möchte. Ja? Vielleicht sogar mit dem Werbär dann noch hier Niedertrampel mit reinzunehmen. Kann man sich auch überlegen. Und ansonsten wird natürlich vielleicht anstatt Tollwut zerfleischen interessant. Ja? Ich bin jetzt ja Level 20 aus meinem Druiden. Sonst könnte ich das hier auch noch gleich mit skillen. Das wäre etwas, was ich ausprobieren würde auf jeden Fall. Jetzt mit diesem Build, den ich gemacht habe. Und ihr seht jetzt, denke ich mal, gleich im Anschluss noch ein bisschen Gameplay. Und ja, wollte euch einfach das vorstellen, was ich so gemacht habe, wo ich eine ganz gute Erfahrung damit hatte. Und abschließend vielleicht noch, diese Skills hier am Anfang, wenn man einen Caster draus machen will, finde ich sehr schwierig anfangs. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich habe mit Erdspieß und mit Erdrutsch noch ganz okay Erfahrungen gemacht. Der Tornado leider extrem unvorhersehbar, wohin er sich bewegt und Schaden zu verursachen. Man steht sehr nah am Feind, um effektiv mit Tornado zu kämpfen. Die Sachen hier bin ich gar nicht so warm mit geworden, mit diesen beiden Skills. Sehr, sehr komisch haben sie sich angefühlt. Was ich gut fand, war die Zyklonrüstung, um die Feinde wegzustoßen. Das ist, denke ich mal, gut, wenn man einen Caster machen möchte. Und ich denke, hier kann man sich halt dann auch noch fein auswählen, was man dabei haben möchte. Ich glaube, beim Druiden ist das fast ein Must-Have. Weil in allen anderen Möglichkeiten, wo ich ihn ausprobiert habe, hatte ich immer das Gefühl, mir fehlt ein Companion einfach. Der mir die Viecher vom Hals hält, der zusätzlich Schaden macht, der irgendwelche Debuffs draufhaut. Und wenn man da, glaube ich, keine Companions am Anfang hat, dann wirkt einfach der Druide auch in den ersten Levels sehr, sehr schwach, so wie er halt eben auch den Eindruck gemacht hat jetzt in der Beta. Und ja, mit dem Kommentar bin ich dann raus an der Stelle, Leute. Ich danke euch fürs Einschalten und freue mich natürlich, wenn ihr bei einem anderen Video bald wieder reinschaut. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.